Schoxbox, Schoxbox. Schoxbox, Schoxbox. Schoxbox, Schoxbox. Schoxbox, Schoxbox. Schoxbox, Schoxbox. Schoxbox, Schoxbox. Schoxbox. Diesmal wird alles anders. I'm not on the guest list of knowledge and wisdom. I don't know if there are who do or just pretend to be on the pavement of pure entertainment. You suck your frustration with a glass of champagne. Shoes are wet, hands are cold. Friends disappeared, convictions got so
now they are hiding in a tent from the light. And it's obvious, a tired man on fire. Watch yourself on a big screen. They don't need a gun to shoot somebody down. Free admission for everyone with a vision. Free at last for everyone with a past. Peanut shortcut, houses full of technocrats. A passport in heaven, a pin code in hell. Pin code deep throat, sitting in a plastic boat. They're hiding from the light. These tired men don't fight. All the tired horses in. Was ich akzeptiere, ist Verzweiflung. Ach, Jeff, die Welt ist schlecht. Ich werde erst wieder ruhig sein, wenn ich weiß, was ganz zu verfehlen ist. Das Einzige, was ich akzeptiere, ist Verzweiflung. Ach, Jeff, die Welt ist schlecht. Lassen Sie mich nicht verschmachten. Rasch, schreiben Sie mir nochmals Worte, die ich küssen könnte. Schreiben Sie mir nochmals Worte, die ich küssen konnte. Welcome to the Non-Stop Neurotic Cabaret. Die Ohren gehen in der Shopsbox. Schön, dass ihr dabei seid. We'll be right back.
Here come the bad news. Donald Trump, Putin, Lukashenko, Bolsonaro, Erdogan, Boris Johnson, the global warming, wildfires in California and Australia, the AfD, lockdown, here comes lockdown, the bad news. Lockdown. Here comes the bad news. Here comes the bad news. Here comes the bad news. Hong Kong Democrats getting kicked out of the parliament. AfD troublemaker terrorizing the Reichstag. Almost no reduction in carbonized emission during the lockdown. Global warming is on the rise. More than 1.5 million dead because of COVID-19. Here comes the bad news. Here comes the bad news. Here comes the bad news. Ladies and Gentlemen, willkommen zur zweiten Neo-Angin-Show in der Schocksbox. Ihr habt es ja vielleicht vorhin schon in der Ansage gehört, es gab schon mal eine vor einem halben Jahr, vielleicht hat auch der eine oder andere zugeschaut. Diese Show ist durchaus dazu geeignet gewesen, meine Top 10 meiner All-Time-Favorite-Katastrophen einzugehen. Wir haben wahnsinnig viel uns überlegt gehabt und die Technik hat uns so unglaublich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Show war ein einziges Desaster. Alles, was ausfallen konnte, fiel aus. Und ich habe ein halbes Jahr gebraucht, die Schocksbochmacher haben auch ein halbes Jahr gebraucht, um sich von diesem Desaster zu erholen. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Eine Sache, die ich bereits vom Betrachten der ersten Show gelernt habe, dass ich unglaublich viel quatsche zwischen den Songs. Und diesmal weniger Ansagen zwischen den Songs, dafür mal längere. Ich habe angekündigt auf verschiedenen Kanälen, dass es in dieser Show was zu gewinnen geben wird. Und das sind die Masken, die ich heute trage. Die Masken sind alle ganz neu gemalt und eigentlich sollen alle Masken verlost werden. Und die ersten drei Masken gehen an denjenigen, also an drei Leute jeweils eine Maske, die uns eine lustige, interessante, obskure, seltsame Frage schicken, die mich die Schocksboxmacher gleich im nächsten Pausenblock fragen können. Es gibt bei Schocksbox immer in der Mitte der Show ein Interview mit den Schocksboxmachern und sie brauchen eure Fragen. Ich bin gespannt auf eure Fragen. Etwas, das ihr schon immer den schnellsten Maler der Welt fragen wolltet, den chaotischsten One-Man-Band-Performer. Schickt die Fragen einfach in der Kommentarspalte und die drei Fragen, die gestellt werden, gewinnen je eine Maske. Und
Ich wollte doch so viele Sachen noch sagen. Ich habe schon wieder alles vergessen. Ich schaue mal auf meinen Spickzettel. Lockdown-Show, ja. Ich wollte sagen, ich vermisse wirklich sehr das Auftreten. Im September und im August konnte ich 3 Open-Air-Konzerte machen. Das war fantastisch und hat meiner Seele sehr gut getan. Aber wir haben einen neuen Lockdown und Konzerte sind sowieso eigentlich völlig unmöglich. Ich hätte eine Ausstellung in München gehabt im Dezember. Die haben wir gestern abgesagt. Und ja, wir versuchen das Beste draus zu machen. Aber das ist zumindest schon mal eine ganz gute Gelegenheit für mich, mir ein Live-Gefühl zu geben. Und ich sehe viele, viele Freunde schauen zu und schicken Kommentare. Schickt uns eure Fragen. Ihr habt 15 Minuten Zeit oder vielleicht 12 Minuten Zeit. Was war dein langsamstes Gemälde? Sehe ich da schon? Das ist eine interessante Frage. Ich wüsste es gar nicht zu beantworten. Ich weiß es, glaube ich, doch. Okay, wir sammeln eure Fragen im nächsten Songblock. Und ich habe auch schon vergessen, dass ich hier eigentlich immer den neuen Songtitel einblenden möchte. Der nächste Song heißt Living on Delay. Und der geht, was ist hier los? Jetzt. Look, Mister, I'm just a poor guy. Maybe I made a mistake. Das sind schon mal sehr gute Fragen. Go on. Join me for a drink, and I tell you what to think, and your ship is going to sink. And now it's time to say bye bye. It's time to say bye bye. This feels more dark than gray, and everything is on delay. You tell me where to stay, and now it's time to say bye bye. I went to college for all the wrong reasons. Got a degree to help me succeed. I didn't spend enough time getting laid. These are some of the mistakes I made. Persuasive and took advantage. I hang around instead of walking away. These are some of the mistakes I made.
settle down into a cozy job lot. Nothing to do except watch the clock stop. I stayed too long on the strength of the pay. These are some of the mistakes I made. I bought some chairs on a friend's advice. The shares rose to twice the price. I was so greedy and so too late. These are some of the mistakes I made. Schön. Das nächste Stück heißt Melancholic Workaholic. Das ist dedicated für alle, die im Lockdown zu einem Melancholic Workaholic werden. Answer any mail.
asked her for a date. They couldn't decide, and now it's too late. And now she's in bed with some work instead. A melancholic workaholic. Suitcases to the naked. And the communists create heavy industry, but the heart is also heavy. Dankeschön. Dankeschön, Freunde. Willkommen zur Mitte, Hälfte der Show. Und ich sehe, ihr habt eine Menge Fragen geschickt. Wir haben zum Glück unsere Helfer ausgelagert in anderen Städten und anderen Ländern, die eure Fragen sortiert haben und uns jetzt wiederum die drei interessantesten Fragen zurückgeschickt haben. Und ich bin gespannt, was mich das Schoxbox-Team jetzt gleich fragen wird. Schoxbox, grüner Mann. Hallo. Where are you? By the way, das Interview ist in Englisch, um unsere internationalen Gäste zufriedenzustellen. Danke, Andreas, für Klatsch, Klatsch, Klatsch. Danke, Kerstin. Hallo, grüner Mann. Hello, green man. Maybe I'm not a man, but please join me. Applaus für den grünen Mann. Hello, Jim. Wow, that was amazing. Yeah, thank you, Jim. That was so cool. I think we had no technical problem yet. No technical problems yet, but it's first half. There can be many problems. Hello, Ute, by the way. Okay, so... There are many questions, yeah, right? Now, yeah, our helper, it's checking your comments, and you received 100 messages today with recent events.
stream. Okay, I... Hello, Green Man. Yes, okay, now I got three... Questions. By telepathy. Okay. First one. First question. Trägst du den Hut auch beim Schlafen von Verena? Hallo Verena. Ich trage den Hut tatsächlich nicht beim Schlafen. The question is, do I wear the hat while I sleep? Actually, I tried it. Sometimes I'm so drunk and I'm tired and I forget. And then the next morning I can throw away the hat because they are very, very sensitive organisms and they don't like to sleep, get sleeping on them. And so in the night, maybe I should have a sleeping hat that is like soft or something like that. Like pillow. Because I can easily get cold on the thing. Yeah. Platte. Okay. Verena, the first mask is for you. Woo-hoo, we will find out which one it is. Woo-hoo. And the next question. Yeah, maybe next question. I can read? Yeah. Okay. Frage 2. Question 2. Who war von Golden Silence? Uh-oh. Which is the most embarrassing record in your collection, Tim? The most embarrassing, record in my collection, I think, is the Final Countdown from Europe. The Final Countdown. The Final Countdown. I think it's a terrible song, but especially after the Brexit, I thought this is so foreseeing the future. A band that's called Europe to have a song called The Final Countdown, so I had to buy it. It's only like two years ago I bought it. Okay. And I never tried to play it on a party. Well, there's no parties anyway now, but even if I see it at home, I feel kind of embarrassed. But actually tonight there's a party, right? There's an tonight after there's party. A party? There's an after show party? I heard about actually it. Actually a very, very tricky one. Es gibt einen virtuellen Club, den ihr bitte alle beitreten sollt, direkt nach der Show. Und in diesem Club legt DJ Neo Angin seine Lieblingsplayliste auf und jeder von euch schlüpft in einen Avatar und es fühlt sich an wie in einer Bar. Ihr werdet sehen, wir geben euch nachher die, die genauen Koordinaten durch. Oder jetzt? Nachher. Später, ja. Ja. Die dritte Frage. Shining Silence, die zweite Maske. Golden Science. Not to confuse with Liquid Science. Golden Science, Liquid Science. Okay, the third question is, have you ever walked around your paintings in your dreams? Oh, did you? Have you? Yeah. And who asked the question? It's a mysterious question. But it's a good question. I like it. Yeah, I think we have to wait. We have to wait. Okay, ob ich jemals in meinen Träumen, in meinen Bildern herumgelaufen bin. Sometimes I dream of having to put up exhibitions, but it's more like disaster dreams. Everything is too late and then half of the paintings fall down. So it's not like a psychedelic happy dream. It's more like everything is a disaster, like the first Schocksbox show. Everything is going upside down, and actually I don't dream in my paintings usually, only bad dreams. Oh. But nevertheless, yeah. Actually it would be nice. I'm happy with my paintings in the daytime, so actually it would be nice. Yeah. I mean, I just imagine, like, you know, you wake up in your dream, and suddenly you're like one of your characters, you know, like you wake up and you realize, oh no. This can be a... interesting, like Hollywood blockbuster plot, like an animation designer suddenly awakes as his own character, yeah. And then lost in real life. Who knows? Maybe tomorrow. Yeah. You never know. Maybe the liquid science helps. The liquid this. Science all can help a lot. So, my friends, more questions for Shoxbox? No, wait, the third question. What's from Lothar? Bandorf. From Lothar Bandorf, my good old friend Lothar. I think
entire hospital walked in my paintings in the night. I can ask back, Lothar, have you ever walked in my paintings at night? He's not answering. We have the time delay. Anyway, I'm really happy to be again in Shoxbox. This time everything is so nice and... Wait, my big new synthesizer that I brought, especially bought and brought for this show. Allows me to, for the first time in my life, I can make like fuzzy sounds like sounds on really tour. Cool. I can never take these things because they're so heavy, but for this time, I really. It's amazing. My equipment. Wow. It's cool. Okay, can we hear another song? Please. Plenty of other songs. And I wanted to give the next question to the audience. Please make a rhyme that rhymes on Neoangin. Ein Zweizeiler oder Vierzeiler. Und schickt den Reim als Kommentar. Und die schönsten drei Reime bekommen auch eine Maske. Es kommen noch viele Masken zum Einsatz. Also ein kleiner flotter Reim, den ich vielleicht bei meinem nächsten Newsletter als Titelzeile nehmen kann. In diese Kommentarspalte und wir sehen uns in der nächsten Pause. Wait a second, I go back to the mixer. Green, yellow, brown, colors in an autumn town. November rain is holding on. Expected friend phoned not to come. When there's time, there is no money. When there's money, there stay alone, stay together. It does not mean that much to me. Small man, walking up and down, waiting for the check, walking round and round. Spin me right round, baby, right round.
and down, waiting for the check, walking round and round. The non-stop neurotic dream, the non-stop neurotic dream, the non-stop neurotic dream. Dankeschön, Freunde. Play.
Dankeschön. Vielen Dank, thank you very much. Danke, Freunde. Wo sind die Reime? Ich müsste jetzt zurückspulen, um die Reime wieder zu sehen. Nicht so schlimm, nimm Neoangin, der ist schon sehr gut. Leider ist unsere Jury, die aushäusig sitzt, nicht beauftragt gewesen, selber zu entscheiden, welches die besten drei Reime sind. Dieses Privileg wollte ich mir gerne selber. Oder hast du eine Mail bekommen von unserer Jury? Es gab eine Mail von unserer Jury. Okay, die Jury ist am Ball. Wir haben die drei besten Reime. Die jeweils eine Maske gewinnen. So, the first one. I like also this. From Jaco Michael. Schako, hallo Schako. Neoangin, das beste Vakzin. Neoangin, das beste Vakzin? Sehr gut. Wenn ich ein bisschen übe, dann habe ich das auch total gut drin. Ja. Der zweite Preis. Zweite ist vom Leslie. Susanne Dean. Von Leslie Dean, hallo Leslie. Neoangin, do you know who I mean? Artsy fun lover on the music scene. He's not on the cover of a magazine, but he talks in the box to a puppet of green. Beautiful. You captured the moment. Great, ja, dankeschön, vielen Dank, fantastisch. I like. Und, so, the third one. Der dritte. The man who paints our dream, it must be Neoangin. Yeah, fantastisch. Und von wem ist das? Thomas Richards. Thomas Richards. Ich werde das alles nachverfolgen und euch anschreiben. Ich hoffe, ihr wohnt alle in Berlin, damit ich nicht unglaublich viel Aufwand mit Verpacken machen muss. Muss ich aber sowieso sozusagen für jemanden, der zu Hause arbeitet und außer auf seinen Shows niemanden trifft, ist es ein sehr einsamer Monat für mich. Deswegen zur Post gehen ist schon eine Abwechslung in diesem Einerlei. Und das sollte mein Stichwort sein, um gleich euch noch mehrere Gründe zu geben, warum ich vielleicht noch öfter zur Post gehen könnte. In wenigen Tagen erscheint dieses Buch im sehr geschätzten Verbrecherverlag. Es heißt Welt und Wirklichkeit. Das hier ist nur ein Dummy. Es sieht in Wahrheit viel toller aus. Da drin sind 80 Schaubilder, ganzseitige, die euch die Welt mit den neoanginischen Augen erklären und jede Menge Kurzgeschichten von einer Creme de la Creme des Verbrecherverlages. Diese Bücher könnt ihr beim Verbrecherverlag oder bei mir bestellen. Mail an
Mail an jimavignon@yahoo.com. Auch heute eingetroffen, dieser klitzekleine neue Fernseher mit 8 Motiven von Wandbildern, die ich in der ganzen Welt verteilt habe. Auch dieses Ding könnt ihr bei mir persönlich bestellen unter dieser E-Mail-Adresse. Es soll 8 Euro plus Versand kosten. Und der Versand ist, glaube ich, 1,45. Schreibt mir auch so. Ich freue mich über Kontaktaufnahme aller Art. Ich möchte noch darauf hinweisen, dieser Tage findet eine wahrhaft ungewöhnliche Aktion in der Stadt statt. Das nennt sich die direkte Auktion, eine Kunstauktion, bei der viele Genossen, Malergenossen aus meiner Szene mitmachen. Die Bilder werden heute, morgen und übermorgen versteigert. Und am besten, ihr erkundigt euch im Netz unter direkte Auktion. Das ist der kleine Katalog dazu. Mein Bild ist morgen Abend um 19 Uhr dran. Schaut rein, ich hätte euch jetzt gerne noch vorgelesen. Da ist ein sehr lustiger Versprecher in diesem Heft. Da steht nämlich drin, dass ich mit Femi zusammen regelmäßig im Neo Angin Ausstellungen gemacht habe. Ich freue mich, dass Neo Angin inzwischen auch eine Ausstellungsplattform ist. Aber Femi, ich glaube, du schaust nicht zu, weil du bist total busy mit deiner Auktion. Ich grüße dich trotzdem und toll, dass ihr das gemacht habt. Und weiter geht's mit dem letzten Block der Show. Und die Aufgabe für den letzten Block, die können wir leider nicht öffentlich auflösen, ist, dass ihr geht zum Fenster und fotografiert einmal die leeren Straßen von eurem Fenster aus. Also dieses Abends-Lockdown-Gefühl. Und ihr schickt das Foto an jimavignon@yahoo.com. Und die 3 schönsten Fotos gewinnen jeweils eine Maske. Ihr könnt auch gerne schon mal dazu schreiben, welche Maske ihr am liebsten hättet. Vielleicht passt es ja genau, dass jeder genau die Maske bekommt, die er möchte. Wahrscheinlich nicht, aber who knows. Also, Fotos. Cookies. Kann man da eigentlich durchgucken? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, es geht nicht. Und Bücher. Und jetzt kommt noch mal ein kleiner Block Neo Angin. Und dann gehen wir alle in die Aftershow-Party, Freunde.
Dankeschön. Innocence, make no sense, everybody wash their hands again. Gotta be a wannabe, sitting on a pine tree, sleeping on a piece of wood in the corner of your room again. My old friend, you know, I don't want to. To go nowhere, sitting on a beautiful beach with the head in the clouds again. My old friend, you know, I don't want all of this. I just want it a little bit nicer. You know, I don't want all of this. I just want it a little bit nicer with all of you. Dankeschön. Dankeschön, Freunde. Einen habe ich noch und dann noch eine Zugabe. Ich habe mir gedacht, wir können die Zugabe nicht hören, aber ihr schickt einfach die bizarrsten Emojis, die ihr findet. Und wenn genug Bizarre dabei sind, dann spiele ich noch die Zugabe. Dieser Song hieß übrigens nicht Mailstrip Show, auch nicht World Domination Rise, er hieß The Happy Hobo. Und jetzt kommt der Song, den habe ich schon längst verblättert. Ich habe die Reihenfolge kurzerhand nochmal umgebaut. Resümee. Thanks, friends, for joining. Hallo Tessa. Hallo Daniel. Grüße in die Schweiz. Hallo Christina. Sergei Kosakov. I'm happy to have you here. I hear you're a busy man. I'm glad to have you back. Hallo Ute. Hier ist ja auch Golden Silence und schickt einen Astronauten. Julia. Hallo Julia Bremsel. Schön, dich dabei zu haben. If I only knew where you're from, everybody, it would be so different to imagine the places. But I see your photos
I hopefully see your photos out of your window. Maybe some of the photos are a photo with you out of the window. And then I have a feeling we look together at the same empty streets. Hallo Andreas Keck, das sind aber sehr, sehr viele Emojis. Sehr gut, ich glaube, die Zugabe ist im Kasten. Hallo Christine. Wie war die Adresse nochmal, möchte Robert Urban wissen. Die Adresse ist ganz einfach. Wenn ich mein Schild noch finden würde. Es sind auch noch zwei Masken überhaupt nicht vorgeführt worden. Schickt mir das Foto an jimavignon@yahoo.com und im nächsten und letzten Song will ich dann gleich zwei Masken tragen. Der letzte Song ist ein sehr, sehr alter Song. Geschrieben in den Gründerjahren von Neo Angin. Ich hatte einen Song, der hieß The World Domination Virus. Ich weiß gar nicht, was ich mir bei dem Titel gedacht habe. Ich dachte, das ist mehr so ein Virus, der einen dann die Welt dominieren möchte, lassen möchte. Aber er passt auch erstaunlich gut in dieses Jahr, weil wir es mit einem World Domination Virus zu tun haben. Ich hoffe wirklich, wir haben bald die Impfungen und wir haben bald das ganze Ding hinter uns. Und wir sehen uns wieder auf normalen Bühnen mit normalem Quatsch. The World Domination Virus in einer Version, wie sie The Hammond Inferno remixed haben. Grüße, bitte Patsch, richte Holger. Holger vermeidet ja Facebook wie der Teufel das Weihwasser. Grüße Holger schön von mir. Ich habe seinen Song gespielt. Liebe Welt, macht's gut und wir müssen die Adresse durchgeben. Das macht ihr nachher gleich, ne? Shox Boxer, Green Man, you're giving the address where we have the Aftershow Party. Wir haben eine wirklich tolle Location gefunden, wo wir uns alle als Characters treffen können, mit einer Playlist von mir. Und ich hoffe, einige von euch schauen vorbei. Und wir sehen uns vielleicht zum dritten Konzert von Neo Angin in der Shox Box in einem Jahr oder in 10 Jahren oder nie. The World Domination Virus. Thank you.
far no one could see. Beyond imagination you tricked us. No chances suddenly they become real. All our plans, all our not